herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Banjo-Kazooie auf Gellerkind.org. Immer noch aus der Rusty Bucket Bay. Wie soll es auch anders sein? Wir haben ja noch das Puzzleteil zu holen für... Moment, wie viel haben wir jetzt noch zu holen? Ich glaube, wir haben noch zwei zu holen, genau. Und eine Honigwabe, wo auch immer die sein möge. Das muss ich noch rausknummeln, dann werden wir das ganze Schiff sowieso nochmal abfarmen müssen. Ja. Wir müssen ja noch das Puzzleteil hier hinten holen von der Schiffsschraube. Das wird noch lustig. Ich gehe jetzt erstmal wieder hier hinten hin und drücke schon mal den Schalter, weil wir den sowieso brauchen. So, damit das ein bisschen langsamer läuft zwischendurch, dass wir da überhaupt durchkommen. Weil wir brauchen ja den zweiten Schalter. So. Ich versuche es jetzt definitiv in dieser Folge endlich hinter mich zu bringen, diesen verdammten Level. Das ist mein absoluter Hasslevel, weil es einfach nur so grausam, fies und gemein. Klick-Klack-Wood ist dahingehend richtig lieb, nett, freundlich, ole ole, super Level. Aber Rusty Bucket Bay ist so wirklich die Pain in the Ass. So, da machen wir mal auf. Bevor ich jetzt dahin gehe, was für ein Puzzleteil brauchen wir noch? Haben wir alle Jinjos? Nein, uns fehlt noch ein Jinjo. Das ist dann Puzzleteil Nummer 2, was uns fehlt. Da wäre jetzt die Frage, wo haben wir ihn vergessen? Den haben wir eingesammelt, den haben wir eingesammelt. Haben wir den hier irgendwo auf dem Schiff vergessen? Ansonsten google ich das gleich. Au. Hey. Das wäre jetzt eine sehr schnelle Folge geworden. Verdammt. In den Ofen wollte ich jetzt auch nicht stiefeln. Das hat uns jetzt mehr Leben gekostet, als mir eigentlich lieb ist. So, hier vorne am Schiff ist definitiv nichts. So, hier war ja noch ein Fenster. Ich klappe die Kacke noch mal kurz ab. Goldfedern können nicht schaden. Schauen wir uns mal hier um. Das hatten wir alles eingesammelt, das war okay. Moment, falsch rumgeköpft. So, das Boot hier vorne hatte nur Eier, das ist jetzt nicht so unbedingt nötig. Das Problem ist jetzt halt, das ist jetzt eine komplett neue Aufnahmesitzung, weil ich zwischendurch einfach wirklich nur noch angenervt war. Das ist jetzt auch schon wieder ein bisschen her, seitdem ich das Spiel in den Fingern hatte. Deswegen, pardon, falls ich meine Steuerung wieder mal nicht auf die Reihe kriege. Das sollte aber definitiv bald besser werden, weil ich jetzt einfach... Aua! ...diesen Level hinter mich bringen will. Aha! Klick-Klack-Gut wird dann wesentlich einfacher und... Aua! Was soll die Scheiße? So, das hat jetzt funktioniert. Klick-Klack-Gut sollte auf jeden Fall einfacher sein, wenn ich ihn... Autsch! Himmel! Dieser Level ist nichts für mich. So, noch eine goldene Feder, die können wir vielleicht gebrauchen. Ach, man sieht in diesem verblödeten Level mit dieser verblödeten Kameraansicht rein gar nicht. Willst du Level mich jetzt verarschen, dass ich hier nicht rauskomme, oder was? Ah.
Das sind so Bereiche, wo ich mir denke, Entwickler, was wart ihr für Arschlöcher damals? So. Weil das ist wirklich der Kick in die Eier für jeden Spieler. Das ist fast wie Wasserlevel in Oracle of Time. Und die Leute, die den Level kennen, wissen, was ich meine. So, hier ist wieder TNT. Das können wir nutzen, um uns da drauf zu hieven. Wir haben hier oben drauf noch einen Schalter. Den haben wir aber schon gedrückt. Die Glasscheiben haben wir auch zerdeppert. Ha. Ich will definitiv... Also als letzte Maßnahme hier in diesem Level möchte ich eigentlich das Puzzleteil an der Schiffsschraube. Wir sind jetzt schon wieder 6 Minuten drin. Ich wollte den Level eigentlich gar nicht so lange spielen müssen heute. Ich will in Click-Lock-Wood. Wo ist dieser verdammte letzte Ginger? Müssen wir darüber? Nein, müssen wir nicht. Welcher Jinjo fehlt uns? Lila Jinjo. Lila Jinjo, wo war der? Ja, ja, hau mir nur auf den Kopf, ich überlege gerade. Lila Jinjo. Okay, in den abgerissenen Weg muss dann die Sache noch ganz schön langsam. Oh Gott. Okay, ich weiß jetzt zumindest, wo die zweite Honigwabe ist. Das ist jetzt bei euch gerade nicht sehr interessant. Wir sehen uns gleich wieder nach dem Cut. Und da sind wir wieder. Wir sind, glaube ich, etwas falsch. So. Wir müssen auf die andere Seite. Ich hole mir jetzt definitiv erst den lila Ginger, auch wenn es das letzte ist, was ich tue. Ich finde es ja wunderschön, dass da so. Es sieht manchmal so aus wie ein Totenkopf oder so ein Grunti-Schädel, der uns da aus der Wolke entgegen. So. Wir haben ja auch am Anfang ein paar Honigwaben noch liegen. Die können wir gerade mal einsammeln. Nicht ins Wasser fallen. Nicht ins Wasser fallen. So. Nein, 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 nein. Du explodierst hier nicht. Das waren jetzt gerade Verschwendung von 3 Federn, aber egal. Wir müssten hier irgendwo ein Loch haben, durch das ich tauchen kann. Schauen wir mal, ob wir es finden.
Da ist eins. Gut, da müssen wir jetzt durch. Da ist der lila Jinjo. Ah, verblödete Wassersteuerung. Nein, 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 nein. Gut, zweiter Versuch. Rusty Bucket Bay, echt? Wer den Level gebaut hat, war ein Arschloch. So. Hoch mit... Haben wir gerade vergessen? Schon. Leckos Mios. So, damit hätten wir ein Puzzleteil und einen weiteren Jinjo. Okay, die Honigwabe ist in einem abgegrenzten Bereich. In einem abgegrenzten Wassergebiet. Wo ist hier ein abgegrenztes Wassergebiet? Abgegrenztes Wassergebiet. Das müsste da hinten das sein, wenn ich mich nicht irre. Aber kann nicht schaden. Abgegrenztes Wassergebiet wäre das hier hinten oder das da vorne. Eins von den Zwölfen. Und hier soll ein Loch in der Wand sein. Ich glaube, das sehe ich hier. Wie schnell komme ich hier wieder raus? Da vorne ist eine Leiter. Ja, ist die. Aber ich muss dann auch erstmal hier wieder aus dem Zaun raus oder absaufen. Eins von den Zwölfen. Ich sehe aber das Loch schon. Rein da! So. Hier sehe ich eine Flugplatte. Ah. Mistvieh. So, hier, das wird eine kleine Herausforderung. Sollte aber auch kein größeres Problem sein. Dann haben wir die ganze Folge jetzt schon für nur die beiden Puzzleteile. Oh, und wir müssen wahrscheinlich in der nächsten Folge auch nochmal hier hin, um das letzte zu holen. Och, Leute, das ist doch nicht mehr wahr. So. Wir haben hier einen Schalter. Wenn wir den betätigen, kommt da vorne, irgendwo in der Luft, eine Honigwabe raus. Und wir müssen idealerweise dadurch dann fliegen. Ich würde aber behaupten, das ist wahrscheinlich mit einem Zeitschalter versehen. Nein? Okay. Dann sollte das doch eigentlich im Bereich des Möglichen sein. Wenn die verkackte Flugsteuerung nicht wäre. Ah! Ach.
Das ist doch jetzt nicht wahr! Okay, warte. Neuer Anflugvektor. Jetzt bin ich zu hoch. Zu spät. Wieder zu spät. Sag mal. Das war zu früh. Ah! Ernsthaft? Ah! Got it! Oh Gott. 100%. Wow. Na gut. Gut, wir haben noch 5 Minuten, versuchen wir es gerade noch mal mit Meister Heckantrieb. So, irgendwo hier. Au. Hier vorne war, glaube ich, eine Leiter, genau. Diejenigen, die sich wundern, warum ich hier ständig aus dem Wasser raushüpfe, ich mag ungern Sauerstoff verlieren. Und man gewinnt natürlich auch in diesem Level keinen Sauerstoff, wenn man an der Wasseroberfläche ist, wie es normalerweise der Fall wäre. So, da wir gestorben sind, sind auch die ganzen Monster wieder da. Das heißt, wir müssen dem erstmal jetzt eine Abreibung verpassen. Wir müssen hier vorne wieder den Schalter drücken, damit es langsamer wird, weil das speichert sich der Level ja nicht. Und dann geht's runter in den Maschinenraum und wir holen uns jetzt das letzte Puzzleteil. Und wenn es das letzte ist, was ich tue, zumindest in diesem Level, wird es das sein. Denn dann verziehe ich mich aus diesem verblödeten Level. So. Und geh mal schön in Klick-Klack-Wurte, mach Urlaub. Sagte er und freute sich nicht darauf, was da auf ihn warten möge. Auf jeden Fall werden wir da ein paar alte Bekannte wieder treffen. Heide Wetzka. Ja. Ich würde sogar schon fast sagen, war ja klar. Ich würde sogar schon fast sagen, dass wir diese Folge einfach so lang machen, wie ich brauche, um Rusty Bucket Bay zu bezwingen. Schauen wir mal. Ich holte euch ja, glaube ich, noch eine halbe Stunde Folge. Dann wird das hier wahrscheinlich, weil im Moment sind wir jetzt bei, ich würde mal raten, circa 17 Minuten oder sowas. Also wir haben noch ein bisschen Zeit, die nehme ich mir jetzt einfach mal. Ich will diesen Level fertig haben. Ich will es euch nicht mehr antun und ich will es mir nicht mehr antun, dass wir hier ständig in den Level zurückgehen müssen, nur weil die, weil das einfach zu brutal hier ist. Tap, tap. Tap und tap. Und tap und tap. Und dem da eine verpassen. In dem Moment, wo ich die Taste gedrückt habe, wusste ich, ich habe einen Fehler begangen. Das Schlimme ist, das wird sogar noch ein paar Mal passieren, möglicherweise. Da das der Bereich ist, der so wirklich am schlimmsten ist, mit diesem offenen Ende unten, wo ein fataler Fehltritt schon dafür sorgt, dass wir irgendwo in der Pampa landen. Spring, du Sack. Ah, wie oft wir hier schon in diesem Raum waren. Ich bin ja schon fast geneigt auszuprobieren, ob so ein paar von den N64-Glitches auch auf der Xbox funktionieren. Tschüss. Weil es gibt hier einen Glitch, den Speedrunner gerne mal verwenden. Da glitschen die durch das Fenster, was wir eben im Hintergrund gesehen haben und sind dann direkt schon auf der anderen Seite. Das wäre natürlich schon richtig cool, aber auch sau kompliziert zu machen. Jetzt habe ich euch natürlich geteasert, dass sowas existiert, bin aber selbst nicht in der Lage, es zu machen, weil das ist eine Timing-Frage sondersgleichen. So, da ich gleich nicht weiß, in welche Richtung ich mich verziehen werde, werde ich jetzt gerade beide mal verdreschen. So. Und dann schauen wir mal. So, weiter geht's. Da, 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 da.
Hüpp. Und hüpp. Und hüpp. Und hüpp. Und hüpp. Und so. Auf kurze Distanz kann ich sowas ja machen. Lange Distanz, not so much. So, was müssen wir hier machen? Wir müssen den Schalter da betätigen. Gehen wir durch die zwei Ventilatoren oder durch dieses eine Drehkreis? Wir haben hier noch die beiden Mammuts, die ich eigentlich holen müsste. Das Problem ist, wir müssen von da dann wieder zurück. Über diese Sache hier wieder zurück, hier raus. Und wir können es definitiv nicht wagen, einfach durch den Propeller zu schwimmen. Das wird nämlich dann schwierig. Okay, bleibt mal ganz kurz dran. Da sind wir wieder. Wir werden den Weg nehmen, weil da hinten der Schalter ist. Ich wäre schon beinahe wieder in die falsche Richtung gerannt. So, wir haben genau genug kurz Zeit. Das lasse ich jetzt gerade nochmal abwarten. Und hier hüpf. Und ich würde sagen, wir warten mit dem Timing ein bisschen, bis das Ding sich wieder anfängt zu drehen. So, und jetzt sollten die Schiffsschrauben langsam sein. Nein! Ach, fick dich doch, scheiß Level! Oh Mann! Warum haben die den Boden aufgemacht? Ernsthaft! Es macht doch keinen Spaß, da zuzugucken. Und ich will den scheiß Level endlich fertig haben. Gott, gib mir Kraft. Oder wer auch immer da oben möglicherweise über uns wachen möge. Oder was auch immer. Ich werde ja schon gläubig, um diesen Scheißdreck hier zu bezwingen. Ich stelle mich nicht blöd an. Das ist diese verkackte Steuerung hier. Sei es jetzt auf dem N64, war die genauso schlimm. Das Scheißlevel bezwingen, es waren doch nur zwei Puzzleteile, Mensch. Und nicht mal schwieriger. Macht doch echt keinen Spaß mehr. So. Nehmen wir es also mit dem hier erneut. Und die Kamera hängt immer so ein bisschen verquert. Das ist noch schlimmer. So. Ah! So. Probieren wir es. Auf ein neues. Auf ein neues. That was nothing. Und der Sack hat mir schon wieder die Kamera verstellt. Moment, ich glaube... Oh, nein. Ich habe schon wieder einen Fehler begangen. Der ist nicht ganz stehen geblieben, weil wir den Schalter zuerst hätten drücken müssen. Nein! Oh,
Wir holen uns jetzt erstmal gerade ein extra Leben. Falls wir nochmal runterfallen, was passieren wird. So. Scheiß Kamera. Nein! Es kann doch nicht sein, dass dieser verschissene Level so verkackt schwierig ist. Oder so ein... Ne. Ich rege mich schon wieder viel zu sehr auf, das ist nicht gut für den Blutdruck. Ich will diesen Level einfach nur fertig haben. Ich möchte, dass ihr endlich mal mehr von dem Spiel seht. Also im Prinzip den letzten Level mit Click-Luckwood. Und dann natürlich das Grundhilda-Quiz und das große Finale. Aha, nicht erwischt. Und so langsam zieht sich dieser Level einfach viel zu lange. Gut. Auf ein neues. Die Folge wird länger. Ich mach diesen Scheiß-Level fertig. Und wenn es das Letzte ist, was ich tue. Hoch mit dir, dicker Bär. Manche Leute, die mir zuschauen, werden wahrscheinlich sich denken, oh, das ist doch so einfach. Kommt her, spielt es selber auf der Xbox 360. Dann reden wir weiter. So. Erst vom Eingang aus gesehen den linken Schalter, dann den rechten, weil der Weg zurück ist dann wesentlich einfacher. Da müssen wir nämlich nicht irgendwie querverbeet warten. Und da wir hier gleich wieder ein extra Leben kriegen, sollte das weniger das Problem sein. Wir dürfen uns nur nicht zu blöde anstellen. Das gilt dann primär für mich. Und die Kamera sollte aufhören, so eine Ping in die Ass zu sein. Komm her. So, erst den da, dann den da. Und in der Mitte das mit den Rotoren, das versuchen wir erst gar nicht. So. Bleib stehen. Da wollte die Sau doch schon wieder abhauen. Ich warte noch eine Runde, weil ich brauche sehr viel Zeit, um das da zu lösen. So, hopp. Drauf. So. Nummer uno. Jetzt geht's wieder zurück. Das hat funktioniert. Ah, wir haben das Leben nicht geholt. Das Leben brauchen wir, weil wir ansonsten hier nach keinen weiteren Versuch haben und ich keine Lust habe, nochmal vom Anfang des Spiels hier hinzurennen. Hoch und... So. Anfang des Spiels heißt, ich müsste dann wieder im Beginn von Grundhildas Reich anfangen, was ich im Prinzip bei jeder Aufnahmesitzung einmal machen muss, um wieder in den Level zu rennen. Und da habe ich jetzt keine Lust drauf, auch wenn ich dann drei Leben hätte. Aber irgendwo muss ja auch mal die Kirche im Dorf gelassen werden, nicht wahr? So. Setup ist richtig, Kamera steht so beschissen wie es geht, aber wird sich gleich sowieso schon wieder verstellen. Gut, also nur für mich nochmal zum Resümee, die Folge wird auf jeden Fall länger, glaubt nur. Ich muss jetzt den Schalter drücken, ich muss dann hier drüber rennen,
Da, wieder zurück, raus, ins Wasser springen und dann tauchen. Und das schnell. Gut. Probieren wir es. Und das noch mit der verschissenen Unterwassersteuerung. Halleluja. Ich weiß nicht, wo ich bin. So, da bin ich jetzt wieder. Bleib stehen. Saukerl. So, wir haben schon genug Zeit verplempert. Los, 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 los. Das Ding ist aus. Rechtsraum. Da liegt nämlich noch das Scheißding. So. Jetzt zum Heck des Schiffs. Und wir haben 20 Sekunden zum Tauchen. Los. Yes! Raus, 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 raus! Noch eine Kiste. Okay, besser wird's nicht mehr. Der Level ist fertig. Ich verpiss mich. Ich hab echt... Ja, Rusty Bucket Bay abgeschlossen. Mad Monsters Mansion abgeschlossen. Gobi's Valley abgeschlossen. Das abgeschlossen. Das abgeschlossen. Das abgeschlossen. Das abgeschlossen. Und das abgeschlossen. Wir haben noch 3 Puzzleteile in Grundhildas Reich zu holen. Wir sind jetzt hier schon insgesamt 7 Stunden am Spielen. Und da kommen noch ein paar dazu. Na gut. Ich bedanke mich an dieser Stelle fürs Zuschauen. Ihr wart wie immer ein grandioses Publikum. Ich hoffe, ich habe euch nicht allzu sehr abgefuckt mit Rusty Bucket Bay. In der nächsten Folge gehen wir in Click Lockwood. Den haben wir ja schon geöffnet. Aua! Das war der Xbox-Controller, weil Kazooie gerade zugeschlagen hat. Ja, in der nächsten Folge geht's in den Click Lockwood. Das seht ihr aber erst nächste Woche. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ciao!